Als die Götter nach dem Kampf gegen die Titanen die Welt unter sich aufteilten, erhielt Zeus den Himmel, Poseidon das Meer und Hades die Unterwelt. Der Sohn von Kronos und Rhea war bei den Menschen so gefürchtet, dass sie es nicht wagten, ihn beim Namen zu nennen. Streng und ohne Gnade herrschte er über die Toten in seinem düsteren, schaurigen Reich. Dieses verließ er selten, obgleich er den Olymp hätte jederzeit aufsuchen dürfen. Wer seine Welt betrat, sollte von dort nicht mehr zurückkehren, so sehr man auch bettelte und bat. Ohne List war von dort kein Entrinnen. Hades' unerbittliche Härte war es auch, die dafür sorgte, dass Götter und Menschen ihn verabscheuten. Darum sollte sich auch keine Frau finden, die an seiner Seite mit über die Unterwelt herrschen wollte. So raubte Hades schließlich Persephone, die Tochter der Demeter. Für die Sterblichen gab es keinen Grund, einen Gott des Totenreiches großartig zu verehren. Daher existierten keine beeindruckenden Hades-Kulte, nur einige wenige Tempel. Und wer ihm schwarze Schafe oder Ziegen opferte, der wandte sein Gesicht ab. Doch galt er mit seinem anderen Namen, Pluton, als ein angerufener Fruchtbarkeitsgott, der für gute Ernte und Bodenschätze stand. Dargestellt wird Hades als stattlicher Mann mit Bart und mit dem strengen Blick eines unbestechlichen Richters. Oft trägt er eine Krone und ein zweizackiges Zepter. In seiner Begleitung ist oftmals Kerberos, der dreiköpfige Wächter der Unterwelt, zu finden. Seinen Namen Hades verwendeten Dichter auch synonym für die Unterwelt selbst.